Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Am 1. August ist Tadeusz Czekalla gestorben. Wir haben Abschied nehmen müssen und bleiben ihm doch verbunden. Im Gedenken an ihn haben wir uns jetzt versammelt, um die Urne mit seiner Asche beizusetzen. Christus, der von den Toten auferstanden ist, wird auch unseren Bruder zum Leben erwecken. In der Taufe bist du mit Christus begraben worden und hast in ihm neues Leben empfangen. Der Herr vollende an dir, was er in der Taufe begonnen hat. Im Kreuz unseres Herrn Jesus Christus ist Auferstehung und Heil. Der Herr schenke dir seinen Frieden. Herr Tadeusz Czekalla ist am 29. April 1958 in Polen als zweites Kind nach seiner älteren Schwester Irena geboren. Den gleichen Namen trägt seine Ehefrau Irene. Sie haben am 12. Januar 1980 geheiratet und ihnen wurden zwei Töchter, Anja und Ola, geboren. Im Mai 1999 ist die Familie Czekalla nach Deutschland umgezogen, wo Herr Tadeusz Czekalla 26 Jahre in der Firma Fritz Winter gearbeitet hat. Inzwischen hat sich die Familie um den Schwiegersohn Thorsten und fünf Enkelkinder, David, Vanessa, soweit ich weiß, sprechen auch einige von ihnen Polnisch, deshalb lade ich sie ein, auch ein Gebet in Muttersprache des Verstorbenen zu beten. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami.